Moin Moin und willkommen zurück zur weiteren Folge Wargroove für die Switch. Und wir befinden uns eigentlich? Ja, wir befinden uns im Akt 3, Mission 1, die wir geschafft haben. Und gehen jetzt weiter. Also wir haben zwei neue Nebenmissionen. Einmal die hier oben, die nennt sich... guck mal rein, Ehrgebirge, geh mal rein. Rund um den Hund. Caesar trifft wieder einmal auf die hellästigen Banditen. Ja, könnten wir machen. Oder hier unten ist auch noch eine. Was ist das? Wer ist Caesar? Ragnar ist auf Krawall gebürstet und ein Kampf muss her. Dabei ist jeder Gegner recht. Ja gut. Lass uns die doch einfach machen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Truppen aus Kirchenstein. Wo ist euer Kommandant? Ihr meint Caesar? Warum hast du ihr das verraten? Sei still. Ihr versucht diesen Caesar zu schützen. Der ist ganz schön feige, oder? Versteckt er sich vor mir? Er versteckt sich nicht, er ist nur... Um Himmels Willen, halt doch die Klappe. Ist er ein Mann oder eine Maus? Also eigentlich ist er... Psst. Eure Geheimniskrämerei wird ihn nicht beschützen. Zuerst zermalme ich euch und dann werde ich mit diesem Caesar fortknöpfen. Na gut, sie weiß ja nicht, dass Caesar ein Hund ist. Dieser Caesar glaubt also, er könnte sich vor mir verstecken. Was für ein Feigling. Ich werde Ihnen zeigen, dass er von Ragnar kein Entkommen gibt. Ach so, wir spielen Ragnar. Super. Okay. Soll die Karte mal kurz angucken. Da ist Caesar. Das kann man alles erobern hier. Okay, lass uns erstmal hier alles erobern. Wie weit können wir laufen mit dem? Richtig weit können wir nicht kommen mit den Bogenschützen, leider. Trotzdem müssen wir mit dem weitergehen. Vielleicht kann Ragnar. Kann auch nicht so weit. Und du musst dann hier längs gehen. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall neue... Kohle haben wir, 300. Dann können wir auf jeden Fall nochmal... eine Grollklinge rausholen. Zack. So, bin gespannt. Mag ein bisschen eklig sein, dass ich gerade so viel rumschmatze hier. Das liegt aber daran, ich habe mir Kekse von Subways geholt. Weiße Macadamia-Nüsse. Einfach nur fantastisch. Kann ich dir empfehlen. So. Warte mal. Setzen. Müssen wir uns angucken, wie die besetzt werden. Besetzt ist besetzt. Und dich schicken wir ganz hier runter. Und wir holen auch gleich noch einen neuen raus. Nekromant. Klar. So, und du gehst weiter runter. Gut. Okay. So. Er könnte das besetzen. Er könnte das auch besetzen. Dann setzt er das besetzen erstmal. Brauchen wir nicht sehen. Und du besitzt einfach das hier. This is mine now. So, und mit dem müssen wir da runterlaufen. Wir müssen hier in so ein kleines... hier kannst du laufen, super. So, und du gehst hier runter zum nächsten Dorf. In die Richtung. Ja, wir müssen auf jeden Fall das ein bisschen mehr besetzen, damit wir viel, schön viel Kohle bekommen. Dann schicken wir nochmal hier so eine Runde raus. Zack. Caesar. Dumme Töle. Ja. Die machen natürlich auch nicht Kohle jetzt. Wie man sieht, haben die auch schon Geschütze da unten und alles. Schau mal. Nicht so viel. Ich stelle mal darauf. So, Hunde. Gern gesehen. Noch ein Ritter noch raus. Ihn müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufhalten. Nicht viel, aber so ein bisschen zumindest. Machen wir, indem wir... Machen wir das. Vielleicht kann er dann laufen. Okay. Stellen wir ihn hier hin. Dann soll er ruhig da angreifen. Hoffentlich können wir das hier noch erobern, bevor die anderen das erobern. Ah, wird schon schief gehen. Caesar!
die Dinger bräuchten wir auch. Mir ordentlich was auf dem Careport zu haben. So. Erstmal hauen wir ihn ein bisschen was weg. Guck mal, ob es klappt. Boah, das macht uns nichts. Auch wegmachen. Sauber. Gut, hier. Oh, da können wir ihn noch da einnehmen. Nee. Müssen wir mit ihm hier leider machen. Macht aber nichts. Gibt ja Geld, ne? Gibt ja Geld. So, so geht's sein. So, die kommen jetzt gleich hier hoch. Dann müssen wir die Hunde so ein bisschen in Position bringen. Wie weit kann er denn laufen gleich? Er könnte bis da hinkommen und noch da angreifen. Ein Hund kommt, also. Okay, dann können wir unseren Hund den auf jeden Fall hier hinsetzen. Wie war das? Wie weit war der Gast jetzt? Nehmen wir ihn dahin. So. Den fabelhaften Ritter ziehen wir nach vorne. Wir warten nochmal eine Runde ab und kaufen nichts diesmal. So. Zug 5. Okay. Damit können wir die Hunde platt machen. Aber eigentlich wollen wir das Ding einnehmen hier. Und wir gleich neue Einheiten dort bauen können. Und ihn nehmen wir auch mit hier vorne hin. So, ihr könnt das gleich einnehmen. Aber die können nicht ganz zu uns rankommen. Weil kann der Hund dann kommen? Der Hund könnte theoretisch Ragnar angreifen. Soll er machen, das stört uns nicht. Das Ding kann auch nicht so weit schießen. Den nehmen wir auch. Wenn wir hier oben hin und Zug beenden. Aber schon Riesen gebaut da hinten, wie man sieht. Und sehr viele Soldaten, die wir haben. Wir müssen die also irgendwie zurückdrängen. Gucken wir mal. So. Gucken. Der kann auf jeden Fall alles platt machen hier. Der auch. Das meiste, wir machen es anders. Hm. Gut, pass auf. Okay. So, die schicken wir hier runter. Bring die mal da raus. Warte mal. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn hier irgendwie beschützend hinstellen, dass er nicht angegriffen kann. Und dich. So. Das sieht schon ganz gut aus. Ich hole mal ganz weit runter, und zwar bis dahin. Denn mit dir kriegen wir, glaube ich, ganz viel Platz, wenn wir das hinkriegen. Gut. Ben. Ja. Ach, da konnte er echt mein Haus ja treffen, stimmt. Das macht nichts. Dafür machen wir das gleich platt vielleicht. Guck mal, er kann ja hier das Haus angreifen. Das können wir natürlich nicht verhindern.
Oh, das war dumm, oder? Nee. Auch gut. Schon wieder ein. Und hier holen wir dann Nekromant raus, so. So. Okay, jetzt können die versuchen anzugreifen. Wir sind gespannt. Okay, jetzt ziehen sie vor. Was natürlich auch clever von denen ist. Wir können leider nicht angreifen, aber wir können ganz geschickt das Haus hier oben. Das machen wir auch gleich. Warte mal, mal kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Also er könnte den auf jeden Fall angreifen und die 75 wegnatzen. Von den Bogenschützen könnte er 70 weghauen. Dann würde er aber trotzdem uns noch ein bisschen was geben. Vom Wasser aus angreifen. Wer könnte er denn schießen hier? Ist da okay, pass auf, wir machen es so. Wir greifen dich von hier an. Dich müssen wir leider woanders hinsetzen, aber ich weiß noch nicht wo. Doch, ich weiß wo. Okay, da kann ich angreifen, das ist ja schlecht. Mann, ist auch schwierig jetzt. So. Ich verliere die Geduld. Komm schon und kämpfe. Eingenommen. Ihr könnt ihn angreifen. Ihr könnt auch angreifen. Pass auf, wir machen es anders. Wir schicken den hier trotzdem zum dahin, damit er so ein bisschen was nicht mehr so viel hat. Und die schicken wir dahin. Wir blockieren ein bisschen die Straße, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Zwar kann er uns das mit den Katapulten alles wegmachen gleich. Dann ist das so. Können wir halt nicht verändern. Ein. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier eigentlich noch hinbekommen. So. Nein. Schicken wir runter. Wir müssen noch eine Runde warten. Dann kann ich so ein anderes Ding da holen. Okay, versuchen wir nochmal. Das wird jetzt schlimm ausgehen für uns. Cäsar! Vielleicht ist er doch nicht so schwach wie erwartet. Aber mir egal. Ich habe noch jede Menge Dunntote auf Lager. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Das ist auch ärgerlich. Nicht doll ärgerlich, nur ein bisschen. So. Mal gucken. Kriegt mit dem auch nichts erreicht unten, ne? Ist leider ärgerlich. Was macht der jetzt? Wir holen uns nämlich jetzt hier einen Tribok raus. Zack. So. Warte mal, wie kommt er? Dahin, wie kommt er? Bis dahin. Okay, er kann ihn angreifen, das macht aber nichts. Kann ihn auch angreifen. Er könnte ihn auch angreifen. Dafür machen wir jetzt aber jetzt so. Ja.
So, die können jetzt nicht so viel machen da. Aber wir können das Lager hier wegflanken. Die stellen wir da hin. So, er kann bis dahin schießen und er kann auch ordentlich wegnatzen. Er bringt nichts. Wir können mit unserem Geschoss hier gar nicht in die Richtung gehen. Dann machen wir so. Ja. Er haut natürlich weg, ganz einfach. Ja, die Hunde sind auch weg. Das könnte er zurückerobern. Das kann er wieder zurückerobern. Aber wir machen es trotzdem so, weil irgendwie muss es ja laufen. Okay, so, jetzt aber. Wir kriegen den immer noch nicht, das ist doch so zum Kotzen. Boah. Das können wir auch zurück oben. Du kriegst einfach von uns einen kleinen verbuhlt. Mist. Naja, was soll man machen? Ich mache Jagd auf dich, Caesar. Niemand entkommt mir, Ragnar. Okay. Okay. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Gut. Alter, ist das ein langer Kampf. Runde 43, habe ich gehört? 43 reden wir jetzt drüber. So, besetzen wir noch schnell. Er denn hinkommen? Bis dahin. Er kann mobil angreifen. Er nicht. Naja, er kann gleich richtig angreifen.
Nachfallen kann ich leider auch nicht. Ja, gut. So. Jetzt noch mal. So. Okay. Naja. Machen. Ich glaube, langsam drängen wir die so ein bisschen nach hinten, was ja gut ist. Warten wir mal da. Nicht ganz so weit kommen. Aber wir können die ein bisschen besser positionieren. Und hier holen wir nochmal. Ritter raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, guck mal, jetzt hat er schon ein bisschen Angst. So, jetzt mal gucken. Was platt machen? Ist ja nichts mehr gebaut da drin. Wir übernehmen das. So, er kann uns angreifen, aber nicht, wenn wir uns mal kurz einen hochstellen. So, das ist doch schon eine bessere Ausgangsposition.
Au. Gut. So, das war's. Platt. Kohle soll es nicht mehr geben. Eingenommen. Wo ist er? Ich habe ihn mal gesucht. Zeig dich. Ja, wo ist er bloß? So. Sollen wir angreifen? Hey, hey, hey. Tschüss, Hunde. So, dich schicken wir nochmal hier hin. Klapp, kurzen Prozess. Fight me! So. Okay, jetzt laufen sie, laufen sie. So, jetzt haben wir ja echt mal hier aufgeräumt. Ding hier platt. Brauchst du eh nicht mehr. Brauchst du auch nicht. Ein. Na? Schon wegmachen das Ding. Oh.
Gut. Okay. So, der C setzt sich immer weiter zurück. Ist doch gut für uns. Aber schlecht für ihn, weil er wird so sterben. So. Das Schloss demolieren. Auch lustig, die Dinger dann nach vorne zu ziehen. Also viel mehr geil sein können wir ja gar nicht. Was wir jetzt? So. Warte mal. You're finished! Machen wir mal. So. Das war's. Ah, keine Chance mehr, ne? Okay, dann machen wir den. Ganz mal ein Ende hier. So. Schockt irgendwie, das alles so rauszuzögern, aber ja, wir werden das jetzt gleich so. So, dann war's das. Gewonnen! Aber ich weiß immer noch nicht, wer zur Hölle dieser Zähler ist. I won! Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ich bin die größte Kriegerin, die je geboren ist. Ragnar, Balder hat dich aus den Überresten des besten Kriegers erschaffen, die Welt je erlebt hat. Du prahlst mit ihrer Unverwüstlichkeit, ihrer Gerissenheit und besonders mit ihrer Macht. Und was stellst du mit diesen Gaben an? Du prügelst dich mit einem Hund. Einem Hund? Einem Hund? Wow! Schwachkopf. Das ist bestimmt ein schlechter Sieg gewesen. sogar, Alter. Uiuiui. Naja. Aber geschafft haben wir es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.